Heute koche ich, morgen backe ich, übermorgen ziehe ich alle meine Freunde zu mir hin. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Ich freue mich und das ist heute mein Beweis. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei der Crazy Cooking Queen. Ich koche heute euch was ganz Leckeres. Es gibt heute Nudeln mit Käsesoße und dazu einen schönen Schokoladenpudding. Alles natürlich selbst gemacht. Ich werde heute das erste Mal in meinem Leben selber Nudeln machen. Ich war ja in Italien und in Griechenland im Urlaub und da kommen wir dann im Anschluss gleich noch zu unserer kleinen Preisfrage. Ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut und jetzt geht's los. Los geht's! Also, wir haben hier Käse für die Käsesoße, Butter, Schokolade für den Schokoladenpudding, Weizenmehl, Maisstärke, Eier, Nudelmehl, also das habe ich aus Italien mitgebracht, das ist richtig original für Nudeln, Kokosblütenzucker, Milch, Salz, Schinkenwürfel und Käse. Gut, dann lasst uns anfangen. Los geht's! So, eigentlich habe ich mir sagen lassen, ist der Nudelteig ganz einfach. Man nimmt für jedes 100 Gramm, pro Portion 100 Gramm, und dann zu jedem 100 Gramm nimmt man ein Ei dazu. Also ich habe jetzt hier 300 Gramm von diesem italienischen Nudelmehl. Und 300 Gramm entspricht also 3 Eier. Ei Nummer 3. Und dann pro 100 Gramm ein Esslöffel Wasser. Also 1, 2, 3. Wer jetzt eine Küchenmaschine hat, ist klar im Vorteil. Ich habe keine. Ziehe deshalb meinen Ehering aus und knete den Teig schön ordentlich durch, dass es am Ende eine schöne Kugel ergibt. Also, wer zugucken will, kann das gerne machen. Aber ich glaube, ich mache die Kamera eher aus. Ich kann das auch alleine. So, ich habe jetzt hier eine schöne Kugel und diese Kugel lasse ich unter der Schüssel, also ich mache das jetzt so, drehe die Schüssel um und lasse den Teig circa eine halbe Stunde lang ausruhen, dass er sich schön erholen kann. In der Zwischenzeit machen wir unseren Schokoladenpudding. So, wir haben jetzt hier einen halben Liter Milch und von dem halben Liter Milch gieße ich fast alles hier rein. Einen kleinen Schluck mache ich hier rein. Das sind 40 Gramm Maisstärke. Ich denke, das reicht schon. Den kann ich hier reinmachen. Hier mache ich die Herdplatte an. Ohne groß. Auf 9. Dann hole ich mir hier einen kleinen Löffel Butter. Ihr wisst ja sicherlich noch, warum ich die Butter jetzt reinmache, ne? Nicht, weil ich es besonders fettig gern mag, sondern aus anderen Gründen. Ich sag's euch nochmal. Die Butter verhindert das, also mit der Oberflächenspannung, dass die Butter, dass die Milch überkocht. So, dann rühre ich hier die Maisstärke in die Milch ein. Es geht ein bisschen schwer, weil ich anfangs ein bisschen klumpt, aber man rührt das einfach schön ein und wenn man einmal angefangen hat, geht es eigentlich ganz gut. So, jetzt ist das ganze Klümpchen frei. Dann mache ich hier noch ein bisschen, das habe ich geschenkt bekommen von einer Bekannten, Kokosblütenzucker, wenn ich es denn aufkriege. Ja, so mache ich noch ein bisschen Kokosblütenzucker ran. Das bisschen süßen. So, das sind ungefähr 2 Esslöffel voll, die ich da jetzt ran gemacht habe. Ich habe noch nie Kokosblütenzucker gegessen, aber irgendwann ist immer das erste Mal. So,
Und das Ganze gebe ich jetzt mal einen Teelöffel dem Vorkoster zum Kosten. Nein, der Vorkoster will nicht kosten. Ich soll das kosten. Na gut. Wie schmeckt Stärke mit Kokosblüten, Zucker und Milch? Schmeckt wie süße Milch mit süße Milch mit Mehl. Also. So, ich rühre das jetzt schön unter. Ihr seht, das nimmt schon eine schöne leichte braune Farbe an. Dann besorge ich mir einen Schneebesen. Und wenn die Milch kocht, rühre ich diese ganze Pampe hier. Die ist ein bisschen dickflüssig, seht ihr das? Rühre ich dann in die heiße Milch ein. So, unsere Milch kocht und ich rühre hier das, was ich hier habe. Der Kokosblütenzucker löst sich schlecht, sehe ich gerade. Vielleicht war das keine gute Idee, aber naja. So, und dass das mir nicht anbrennt, rühre ich das jetzt schön hier unter. So, und jetzt hole ich mir die Schokoladenweihnachtsmänner hierher. Den Herd mache ich aus. Ihr seht, das ist jetzt schön richtig schöner Pudding hier geworden. Und jetzt hole ich mir die Schokoladenweihnachtsmänner und packe die da hinein. Immer schön rühren, dass nichts anbrennt. Der Weihnachtsmann ist verschwunden und ihr seht, es wird schon richtig schön schokoladig. Nehmen wir Geselle Nummer 2. Gleich wieder hier rein. Stampf, stampf, stampf. So kann man übrigens auch nicht nur Weihnachtsmänner verarbeiten, sondern auch, wenn Ostern vorbei ist, die ganzen Osterhasen oder Tafelschokoladen oder was auch immer, was ihr so an Schokolade habt. Und ich denke mal, 2 Weihnachtsmänner reichen, theoretisch. Aber ihr wisst ja, ich mag süß, ich nehme noch einen 3. Den letzten hebe ich mir auf, aber den 3. den haue ich jetzt noch mit hier ran. So. So, schön umrühren. Immer schön rühren. Rühren ist ganz wichtig, dass nichts anbrennt, weil die Herdplatte ist ja noch heiß. So, und wenn wir es dann fertig haben, habe ich hier eine Schüssel. Das ist übrigens von Bianca eine Schüssel. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, die Bianca hat mir einige Sachen für die Küche geschickt. Unter anderem eine Handvoll Edelstahlschüsseln. Und diese benutze ich heute gleich mal. So. Dann habe ich jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich lasse das Ganze so stehen und lasse das abkühlen. Dann gibt es aber obendrauf eine Haut. Aber da Marco die Haut nicht mag, mache ich lieber meinen Trick 17. Kleinen Moment. Da kommt nämlich mein Trick 17 zum Einsatz. Mache ich jetzt hier auf den Schokoladenpudding Folie drauf und vorzugsweise nicht gerade auf die Herdplatte. Das könnte etwas riechen. Ja, jetzt sieht es ja aus wie im Schlachtfeld. Ich räume gleich auf. So. Und dann lege ich das hier drauf, dass ich keine Haut bilden kann. So, und dann lasse ich mir das Ganze abkühlen bis zum Abendbrotessen. So, wenden wir uns wieder dem Nudelteig zu. Ich mache jetzt hier
3 Portionchen. Nehme ein bisschen Weizenmehl, also hier ganz normales Mehl, was man so im Laden zu kaufen gibt. Mache das ein bisschen hier in die Nudelmaschine. Drücke das vorher schon mal ein bisschen platt. Und dann kommt das hier irgendwie so rein. Und dann kommt der Teig hier unten raus. Tada! Die Crazy Cooking Queen kann Nudeln machen. So, einmal den Teig durchgelassen. Dann ziehe ich das hier raus. Dann kommt die Stufe 2. Das ist etwas dünner jetzt. Und dann müsste es eigentlich wieder... Die Löcher sind hoffentlich nicht ganz so schlimm. So. Ich bringe jetzt mal hier ein bisschen. Nicht 3, 4, 5. Ich mache gleich die 5 von. Mach gleich die 5. So. Und somit wird der Teig immer schön dünner. Und ich glaube, dünner als 5 brauche ich es gar nicht. Also, das reicht schon. Ups. So. Kurbel, kurbel, kurbel. Ha, ich wäre hier noch richtig zum Pasta-Woman. Also nicht Pasta-Man, sondern Pasta-Woman. Nochmal hier den Anfang. So, und während ich das jetzt hier alles schön ordentlich durchwalke, macht ihr eine kurze Pause. Und dann, obwohl, warte, ich will euch noch zeigen, wie ich dann die Spaghetti mache. Machen wir eigentlich Spaghetti oder Tagliatelle? Was willst du denn, lieber Schatz? Schatz, zuck den Schultern. Okay, dann überlegt man mal und kommt gleich wieder. So. Hier haben wir jetzt die Nudeln. Ich habe ein bisschen Mehl dazwischen gestreut, dass die nicht so aneinander pappen. Und die Nudeln nehme ich mit rüber, die werde ich jetzt gleich kochen. Aber ihr kennt ja das alte, die alte Regel, die Nudeln, alles wartet auf die Nudeln. Das heißt, wir machen erst die Käsesoße und dann schmeißen wir die Nudeln ins heiße Wasser. Also für die Käsesoße mache ich ein bisschen Schinken. Und lasse aus dem das ist hier so Schinkenspeck. Und dann lasse ich aus dem Schinkenspeck das Fett raus, dass ich nachher eine schöne Käsesoße machen kann. So, für die Käsesoße braucht man natürlich auch Käse. Und ich habe guten irischen Cheddar gekauft, um richtig schöne, kräftige Käsesoße zu erhalten. Und dann reibe ich das jetzt mit der groben Reibe. Wie gesagt, für 2 Personen reicht da glatt. Also wir haben essen immer 2 Tage davon, also für 4 Portionen reichen da glatt 400 Gramm. Wer natürlich mehr Leute zu Besuch hat oder es mehr mag, aber ich glaube mehr als ich gibt es gar nicht. Kann natürlich mehr Käse nehmen, ne? Aber im Großen und Ganzen reicht pro Person 100 Gramm Käse völlig aus. So, der ist jetzt schön gerieben. Ich gucke mal nach unseren Schinkenwürfeln und dann machen wir weiter. So, in die Schinkenwürfel habe ich gleich noch ein bisschen Butter reingemacht. Die lasse ich auch noch mitschmelzen. Und während das Ganze so vor sich hin prägelt, habe ich hier unseren Topf für die Nudeln. Und da wir den Nudelteig nicht gesalzen haben, mache ich jetzt eine große Handvoll Salz hier ran. An das Nudelwasser. Keine Sorge, das ist nicht zu viel. Und das Wasser lasse ich jetzt erstmal heiß werden und dann mache ich die Nudeln ran und inzwischen machen wir die Soße. So, an die Schinkenwürfel mache ich ein bisschen Mehl ran. Nicht viel, ich schätze mal so 2-3 Esslöffel. Das sieht jetzt erstmal ein bisschen eklig aus, aber wir gießen ja jetzt gleich noch Milch ran.
schön Milch rangießen, dass es nicht so dick ist. Jetzt ein bisschen runterdrehen. Ich habe es jetzt auf die Hälfte, also auf 5. Und dann wird das Ganze schön cremig mit der Zeit. Wie viel Milch ich da verwende, das schreibe ich euch unten in die Zeile rein. Weil das kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Das ist jedes Mal ein bisschen anders. So, noch ein Schwung. Es soll ja auch kein Käseklumpen werden, es soll ja eine Käsesoße werden. Seht ihr, jetzt wird es schon gut. Aber noch einen Schluck Milch kann ich schon noch ranmachen. Ja, ihr müsst ja bedenken, es kommt ja auch gleich noch der Käse, der hier. Und der saugt auch noch mal ein bisschen Flüssigkeit. So, und dann streuen wir unseren Käse hier rein. Passen auf, dass das sich schön auflöst. Und immer schön rühren. Ich bin heute rührend. Erst beim Schokoladenpudding und jetzt bei der Käsesoße. Hiermit einen kleinen Gruß an Björn und Patrick. Die freuen sich nämlich heute sehr auf das kalorienreiche Essen. Fragt mich nicht warum, aber Björn und Patrick haben mir geschrieben, dass sie sich sehr darüber freuen, dass es heute was Kalorienreiches gibt. Und die Soße, seht ihr ja schon, die ist mächtig. So, den restlichen Käse drauf. Ups, vorsichtig, nicht auf die Herdplatte. Und dann stellen wir das Ganze auf 2, dass es nur noch ein bisschen warm gehalten wird, bis die Nudeln fertig sind. So. Die Soße ist jetzt soweit fertig, sieht gut aus, zieht auch schön Fäden, aber ich mache noch mal einen Geschmackstest, um das Ganze abzuschmecken. Also Salz würde ich jetzt keins mehr ranmachen, weil durch die Schinkenwürfel ist schon Salz dran. Aber was ich mache ein bisschen Pfeffer ran. Und ich mache ein bisschen Muskatnuss ran. Ups, nein, so war das nicht gedacht. Irgendwie so, genau. So, das Ganze rühre ich um. Perfekt. So. Und dann erkläre ich euch nochmal, oder will ich von euch wissen, ich habe ja gesagt, es gibt heute wieder ein kleines Quiz. Erinnert ihr euch an unseren Ausflug, wo wir mit dem Chef unterwegs waren? Da waren wir in einer italienischen Stadt, wo wir die Nudeln, also wo ich das Nudelmehl gekauft habe, was ich heute verwendet habe. Wie hieß diese italienische Stadt, in der wir da waren? Also schreibt es in die Kommentare und die Auflösung gibt es im nächsten Video. Und jetzt warten wir endlich auf das Nudelwasser, das könnte langsam kochen. So, die Nudeln sind gar, sehen gut aus. Ich habe es auch schon probiert, die schmecken sehr gut. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das hier gedacht habe. Aber am besten, ich gieße das erstmal ab. Kleinen Moment bitte. So, jetzt geht's besser. Oder auch nicht. Aber ihr wisst ja, die Crazy Cooking Queen, die muss erst noch üben. So. Das kommt noch mit drauf. So. Nummer 1. Mit in den Pudding rein. Na klasse. So. Die mache ich noch hier mit drauf. So. Das kriegst du noch mit. Und dann komme ich mit der Käsesoße.
Die ist wenigstens etwas handlicher als die Nudeln. So schaut sie aus. Und schön reichlich Käsesoße drauf. Klecks. So. Dann würde ich mal sagen, das Essen ist fertig und ich wünsche euch einen guten Appetit. Und ich rufe meinen Mann mit den Worten: Schatz, das Essen ist fertig!